Hallo und herzlich willkommen. Ja, Teil 2 bzw. Teil 1 der Synchro-Aufbaureihe. Ich weiß jetzt noch nicht, wann ich das Auto hier habe, dass ich euch das Auto auch zeigen kann, aber es geht natürlich schon trotzdem los, weil der Motor, der drin ist, ist mir bekannt, die Teile, die ich dafür benötige, sind mir bekannt und dementsprechend fange ich jetzt an, nach und nach die Teile zu holen. Hab vor einiger Zeit schon angefangen, da im Schrank liegen nämlich schon schwarze Blinker, schwarze Rückleuchten und Edelstahlschrauben dafür. Und gestern ist das erste Paket gekommen, das ich kontrollieren muss. Ich habe schon Getriebeöl, ist jetzt momentan noch in meinem Bulli drin. Genauso Öl für den Motor. Und ja, ein paar Sachen habe ich schon gekauft und würde sagen, da gucken wir jetzt mal nach, ob die Lieferung, so wie ich sie bestellt habe, auch gekommen ist. So, hier haben wir schon mal genau. Kraftstofffilter, Ölfilter, Luftfilter, das tun wir mal zur Seite und dann gucken wir mal in dem Paket nach. So, das ist jetzt ein bisschen blöd mit dem Karton, aber hier haben wir Wasserpumpe mit Gehäuse, neue Scheibenwischer habe ich schon mal geholt, Keilriemen. Muss aber mal gucken, weil. Ne, das sind die richtigen. Sind die richtigen. Das sah jetzt gerade so aus, ob das ein breiter ist, aber sind die. Zahnriemenkit von Conti, Zylinderkopfschrauben. Zylinderkopfdichtung, Zylinderkopfdichtungssatz, Motorblockdichtungssatz. Also einmal, ja, quasi ein kompletter Satz. Kopfdichtung, der Dichtsatz dazu, warum auch immer hier keine Dichtung drin ist, keine Ahnung. Und da unten ist nochmal der Dichtsatz für den Motorblock. Also richtig schön inklusive der Kurbelwellensimmerringe und so weiter. Also heißt, für den Motor ist schon mal einiges da. Was ich jetzt noch bestellen muss, sind zum Beispiel so Sachen wie die Ölpumpe. Dieselpumpe Turbo brauche ich noch, die fehlen. Und ja, Scheibenwischer habe ich jetzt gesagt, auch schon mal neue geholt. Da kommt auf jeden Fall noch einiges an Teilen dazu. So, jetzt sind wir ein gutes Stück gefahren. So gut, Ihr was seht, MT3, da ist die Garage und in der linken steht der Synchro dran. Ja, meine Lieben. Jetzt heißt es warten. Eigentlich, von der ursprünglichen Planung her, sollte der Synchro jetzt schon auf dem Weg hierhin sein. Jetzt ist es aber so, dass der Fahrer, der den transportiert, leider so knappe 1,5 Stunden Verspätung hat. Das heißt, das wird sich noch ein bisschen ziehen. Aber es sind noch ein paar Teile gekommen, unter anderem schon mal der äußere Seitenschweller auf der linken Seite und die Luftleitbleche für vorne. Jetzt aktuell bin ich auch noch mal am Gucken, ja, nach so ein paar Kleinigkeiten, die man halt noch ordern kann. Warte auf die Rückmeldung für eine Dieselpumpe und mit dem Turbo muss ich dann gucken. Da ist momentan noch so ein bisschen die Überlegung, ob ich einen Standardlader drauf mache oder vielleicht doch einen etwas größeren in Verbindung mit einem Ladeluftkühler. Da muss ich dann aber mit dem TÜV-Prüfer absprechen, ob der mir das mit H-Kennzeichen nachher abnimmt oder nicht. Und ja, jetzt geht es halt langsam daran, der Bus kommt heute. Ich freue mich auf der einen Seite, auf der anderen Seite graut es mich davor, was da für Arbeit auf mich zukommt. Aber es ist halt, ja, ein Traum fängt an wahr zu werden. Ich weiß nicht, wie viele Jahre, Jahrzehnte ich von einem Allradbus geträumt habe, von einem T3 Synchro. Und ja, heute ist der Tag, wo das Ding hier ankommt. Ja. Also, es ist irgendwie so ein bisschen Zwiespalt. Ne? Auf der einen Seite wirklich so, ah, wie kriegst du das am blödesten hin? Auf der anderen Seite, ja, Patina erhalten oder doch eine Komplettrestauration draus machen. Das wird sich jetzt alles zeigen. Ja, ich muss halt mal gucken, wie ich das jetzt alles handhabe und anstelle. Ich denke mal, mit das Erste wird sein, den Großteil der, ja, sag ich mal, Innenausstattung da rauszuwerfen. Weil die sowieso, so wie sie ist, nicht mehr verwendbar ist. Beziehungsweise ich werde dann halt die Teile mal in die Gruppe hauen, ob da vielleicht einer Interesse dran hat. Ich will auch nicht wirklich was dafür haben. Aber auf jeden Fall geht's heute mit dem Synchro weiter. So, jetzt habe ich erstmal ein bisschen Platz schaffen müssen, weil da kommt gleich der Synchro hin. Der ist zum Verkauf, VB 700. Ja, Alufelgen sind dabei, ein Satz Winterreifen ist bei. Theoretisch kann man die Winterreifen noch ein bisschen was fahren.
Was bei dem gemacht werden muss, noch teilemäßig geholt werden muss, ist auf jeden Fall die Kupplung. Und wenn man die Räder weiterfahren will, nochmal neue Reifen. Ja, für weitere Informationen, ja, schreibt mich gerne bei Instagram an, MikeMX5. Wie gesagt, VB700. Android-Radio ist mit drin, das funktioniert auch wunderbar. Sehr viele Ersatzteile mit bei, kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen, weil die Batterie platt ist und ich somit den Kofferraum gerade nicht aufkriege, ohne da einen Booster dran zu hängen. Und ja, wie gesagt, da kommt gleich der Synchro hin, deswegen habe ich auch den Anhänger wegstellen müssen. Ja, jetzt gleich geht's los, Leute. Ich warte jetzt auf den Fahrer mit dem Synchro und hoffe, dass der hier bald um die Ecke pirscht und mein Synchro hier ankommt. Ich weiß nur eins, das Abladen wird gleich auch noch ein Spaß werden, weil das geht hier ganz leicht gegen bergan vor der Garage. Aber ich glaube, das wird schon funktionieren. Wenn er relativ weit, ransetzt, dann dürfte das klappen, dass man den entsprechend abladen kann. War ja fast schon wieder klar, der kommt hier an und fährt erstmal in die falsche Straße rein. Weil er nicht darauf geachtet hat, dass ich auf ihn war. Naja, jetzt hoffe ich, dass er gleich so rumkommt und den Bus hier abladen kann. Warum immer die Schiebetür auf ist. Gleich kommt, glaube ich, der Punkt, ab dem ich schieben muss. noch regelt die Schwerkraft. Ja, meine Lieben, was soll ich sagen? Paket ist mal wieder durch. Leider wird es langsam schon draußen dunkel. Das heißt, ich werde gleich die Lampe mitnehmen und werde jetzt schon mal so die ersten Kleinigkeiten machen, während ich jetzt gleich auf denjenigen warte, der den Fokus abholen kommt, in der Hoffnung, dass er auch kommt. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Sachen hier hingelegt, was werde ich euch jetzt nicht zeigen, aber ich würde sagen, ich packe das jetzt ein, ziehe mir eine Jacke über und werde dann mal langsam mit Schlüsselpapieren und so weiter vom Fokus einmal rübergehen. Ja, und dann halt wie gesagt warten, bis der Fokus abgeholt wird und in der Zeit schon mal ein bisschen was am Synchro in Richtung Optik machen. Da ist er, meine Lieben. Man sieht direkt von vorne, dass es ein anderer ist. Aber Leute, ganz ehrlich, das ist ein geniales Gefühl. Ich zeige euch den Bus mal gerade ein bisschen. So, nicht wundern. Eckige Scheinwerfer kriege ich. Ich habe zur Not auch runde, falls ich keinen Kühlergrill für die eckigen kriege. Deswegen habe ich die jetzt erstmal. Ja, beide Varianten offen, dass also sowohl die runden als auch die eckigen einbauen kann. Ja, hier vorne sieht man, hat er schon angefangen, aber hier ist noch nicht wirklich was durch. Die Stelle hier muss ich bearbeiten, genauso hier in dem Bereich. Also da muss auf jeden Fall Arbeit dran, aber ja, muss man dann halt im Endeffekt schauen. Hier habe ich auch eigentlich gedacht, dass das schlimmer ist, aber auch das hier ist alles oberflächlich. Also das heißt, mit ein bisschen Glück, Overtrol, könnte das erstmal reichen. Genau solche Sachen hier auch oberflächlich. Sind halt viele Macken und Kratzer dran gekommen, aber die Blechsubstanz ist echt genial. Hier fehlt das Steyr-Logo. Und jetzt kommt die Stelle, die mich am meisten ärgert. Hier hat schon jemand die Schrift abgemacht. Da muss ich dann mal gucken, wie das aussieht. Ja, ist jetzt bei dem Licht schlecht zu erkennen, aber das hier ist der Schweller. Der ist hier eingedrückt worden, der Bus. Dadurch hat natürlich hier sich die Flüssigkeit, die Feuchtigkeit schön Bahn drücken können und hat bis hier unten durchgerostet. Dementsprechend muss das auf jeden Fall getauscht werden. Genauso werde ich die Wand hier bis zur Sicke tauschen. Und dann ja, ist halt die Überlegung, weil hier muss ich eh lackieren, ob ich dann nicht in einem durchgehe. Ja. Auch sowas hier ist oberflächlich. Leider sind so ein paar Stellen, wo ich auf jeden Fall ran muss. Ich gucke jetzt mal gerade durch die. Das ist gerade vom Licht her leider nicht ganz so schön. Aber selbst hier die Falze, die sehen alle noch echt gut aus. Dafür, dass das ein 88er T3 ist, da gebe ich schon mal ein Augenmerk gerade drauf. Hier unten an der Innenseite muss ein bisschen nachgearbeitet werden. Dann
ja, hoffe ich hier, dass das mit rausziehen, blankschleifen und hier ein kleines Blech einschleifen getan ist. Auch das hier sieht schlimmer aus, als es ist. Das werde ich alles mit Overtrol behandeln und ja, hoffentlich konservieren. Hier unten hat er ein kleines Loch, was zugemacht werden muss. Und ja, alles andere hier, das ist alles oberflächlich. Also die Überlegung ist im Moment tatsächlich, das erstmal so zu machen, mit Overtrol behandeln und dann halt, ja, gucken, wie sich das im Endeffekt entwickelt. Ja, hier sehen wir schon ein Problem. Ich hoffe, dass ich gleich hier an die Schraube dran komme, um den zu lösen, weil da habe ich schon neue geholt. Ja, also im Großen und Ganzen sieht er auf den ersten Blick schlimmer aus, als er tatsächlich ist. Ja, warten wir mal ab. Ja, meine Lieben. Ich habe jetzt gerade so im Vorschnitt gesehen, dass dieses Video schon über 10 Minuten ist. Beziehungsweise der Zusammenschnitt jetzt schon bei über 10 Minuten ist. Das heißt, ich werde jetzt hier quasi einen Cut machen. Und ja, dann geht es im nächsten Teil vom Synchro schon ein bisschen weiter. Ich habe so ein paar Sachen gemacht. Da ja, habe ich wenig Videos von gemacht, weil das vom Licht her auch nicht ganz so gut ging. Lasst euch überraschen, was im nächsten Teil kommt. Auf jeden Fall geht es jetzt, ja, es hat angefangen, das Synchro-Projekt. Es geht weiter. Und ja, an der Stelle bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch, ja, einen guten Rutsch oder ein frohes neues Jahr, je nachdem, wann das Video veröffentlicht wird. Und ja, wenn euch das Thema T3 Synchro T3 interessiert, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und natürlich freue ich mich auch über Kommentare, gerade im Hinblick auf den Zustand von dem Synchro, was ihr dazu sagt. Und in dem Sinne, meine Lieben, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schönen Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal, euer Mike.